Bevor die North American International Auto Show in Detroit ihre Türen öffnet, gibt BMW einen ersten Ausblick auf den Mini Roadster. Das inzwischen sechste Mitglied der Mini-Familie wird in Detroit seine Weltpremiere feiern. Nutzen wir die Chance und schauen uns den Zweisitzer vor seiner öffentlichen Enthüllung kurz an. Die typischen Mini-Insignien wie die runden Scheinwerfer, den Kühlergrill und die stehenden Rückleuchten hat auch der Roadster vorzuweisen. Weil seine Frontscheibe stärker geneigt ist, wirkt die Karosserie länger und flacher, obwohl die Proportionen beibehalten wurden. Beim Stoffdach ist Handarbeit gefragt. Per Muskelkraft verschwindet es hinter den beiden Sitzen und ist zusammengefaltet kaum erkennbar. Der Kofferraum schluckt immerhin 240 Liter Gepäck. Sperrige Gegenstände lassen sich mithilfe einer Durchladeöffnung transportieren. Das Fahrwerk wurde speziell auf seinen Einsatz im Roadster abgestimmt. Dank knackiger elektromechanischer Lenkung, tiefem Schwerpunkt und einer durch den Heckspoiler optimierten aerodynamischen Balance soll der neueste Mini auch der agilste sein. In Deutschland soll der Roadster im März durchstarten, die Preise sind noch nicht bekannt.